Chrissy? Ja? Hast du von dem Seifenkistenrennen an unserer Grundschule gehört? Nein. Ich würde da total gerne mitmachen. Ja, ich auch. Ich mache total gerne Rennen. Ich auch. Weißt du noch, als wir letztens ein Fahrradrennen gemacht haben? Oh, das ist nicht gut ausgegangen. Nee, das ging total schief. Ich will da mitmachen und gewinnen. Ich auch. Wenn ich gleich abgeholt werde, können wir ja vielleicht mal meine Eltern fragen, ob wir da mitmachen dürfen. Ja, und meine fragen wir dann auch gleich. Vielleicht kann man das dann irgendwie verbinden, dass sie dann nochmal eher ein Auge zudrücken und wir beide dürfen. Das wäre echt cool. Oh, es hat geklingelt. Dann werde ich jetzt abgeholt. Okay, aber wir müssen noch unsere Eltern überzeugen von dem Seifenkistenrennen. Also, Dackelblick aufsetzen. Hallo, ich würde gern Chrissy abholen. Hallo, ja, ich rufe mal die Mädchen. Lena, Chrissy. Wir sind doch schon da. Ach, da seid ihr ja. Und, hattet ihr Spaß? Ja, Papa, wir wollen bei einem Seifenkistenrennen mitmachen. Dürfen wir? Das ist nächsten Samstag. Seifenkisten? Aber die muss man doch selber bauen. Muss man? Ja, wusstet ihr das gar nicht? Lena, wusstest du, dass man die Seifenkisten selber bauen muss? Nein, ich dachte, die bekommt man da. Chrissy, ich bin selber früher Seifenkistenrennen gefahren. Mein Papa hat mit mir damals auch eine richtige Seifenkiste gebaut. Und damit wir noch an dem Rennen teilnehmen können, müssen wir uns wirklich ranhalten. Papa, heißt das, ich darf mitmachen? Du hilfst mir? Ja, aber natürlich. Papa, hast du das gehört? Chrissy fährt bei dem Rennen mit. Darf ich da jetzt auch mitfahren? Ja klar, Lena. Ich helfe dir. Wir bauen eine Seifenkiste. Das hat zwar früher wochenlang gedauert, aber wir machen das bis nächsten Samstag. Das klappt schon. Ja! Juhu! Ich meine, ich habe dafür noch ein paar Sachen in der Garage. Lass uns einfach mal nachsehen, Lena. Oh, das wäre richtig toll. Daraus müsste sich eine Seifenkiste bauen lassen. Wir müssen einfach nur kreativ sein. Ich bin richtig stolz auf dich, Chrissy, dass du auch Seifenkistenrennen fahren willst. Ich habe früher immer mit meinem Vater Teile auf dem Schrottplatz gesucht. Und hier schauen wir jetzt auch mal nach. Oh, ich war noch nie auf einem Schrottplatz. Das ist echt spannend. Das ist doch schon mal eine Spitzenausbeute. Die Sachen nehmen wir jetzt mit nach Hause. Und dann kriegst du deine Seifenkiste. Die können wir ja im Garten zusammenbauen. Gute Idee. Das sieht schon total toll aus. Ich bin gespannt, was Chrissy dazu sagen wird und wie ihre Maschine aussieht. Wir sind wirklich gut vorangekommen. Papa, du hast das so gut gemacht mit der Seifenkiste. Wir sind schon fast fertig. Ich bin schon total aufgeregt. Samstag ist es dann soweit. Ach, das kriegen wir hin. Chrissy, du hast ja echt ein richtig tolles Geschoss. Oh, ich finde deine Seifenkiste auch total schön. Und wir haben uns in den letzten Tagen so wenig gesehen. Ja, ich musste Tag und Nacht an dem Wagen arbeiten. Und jetzt ist er endlich fertig. Ich freue mich riesig. Papa und ich haben auch die ganze Zeit daran gearbeitet. Das war so viel Arbeit. Es hat so viel Spaß gemacht trotzdem. Okay, möge der Bessere gewinnen. Achtung, kommen wir zu unserem ersten Durchlauf. Wir sehen hier schon unsere beiden Kandidatinnen in Fahrzeug Nummer 1. Chrissy, ein grünes, schnelles Fahrzeug. Und dann haben wir hier die Startnummer 2. Das ist die Lena in ihrem roten Flitzer. Wir werden sehen, wer gewinnt. Und Achtung, fertig, los! Lena! Ich hab gewonnen! So, die Gewinnerin der ersten Runde ist Lena in ihrem Fahrzeug mit der Nummer 2. Und gleich geht's weiter mit den weiteren Runden. Herzlichen Glückwunsch, Lena! Chrissy, du bist leider ausgeschieden. Lena, ich bin zwar ausgeschieden, aber ich bin total stolz auf dich. Ich hoffe, du holst für uns den Preis. Das hoffe ich auch. Und dann feiern wir gemeinsam. Kommen wir zu einem außergewöhnlichen Finale. Lena gegen André. Die Nummer 2 gegen die Nummer 7. Viel Erfolg, ihr beiden. Achtung, fertig, los! Gesamtsieger von unserem diesjährigen Seifenkistenrennen ist Lena. Herzlichen Glückwunsch! Lena!